Und wir machen munter, fröhlich weiter mit dem Super Mario Adventskalender. Heute zeige ich euch das Spiel Mario und Yoshi für das NES. Auch herzlich für euren Gameboy, wenn euch das lieber ist. Ein Spiel, zu dem man leider nicht sehr viel sagen kann. Es wird auch heute eine etwas kürzere Folge, aber ich wollte es dennoch mal kurz gezeigt haben. Mario und Yoshi, das, ich weiß gar nicht mehr, ob es das erste Yoshi-Spiel auf dem NES war. Auf jeden Fall, ich hatte damals ja noch kein Super Nintendo mehr, 1992. Ich habe mein Super Nintendo erst 95 bekommen. Ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Und ich habe natürlich dann Super Mario World in Kaufhäusern und so gespielt. Und ich habe dann Yoshi gesehen. Ich fand Yoshi total super sympathisch und wollte dann ein Spiel mit Yoshi haben. Und dann gab es auf dem NES Mario und Yoshi. Und ich dachte so, cool, das möchte ich haben. Ich hatte keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht, aber ich wollte es unbedingt haben. Und habe es dann auch bekommen. Ich weiß nicht mehr, wann genau ich es bekommen habe. Ich glaube 93, 94 so um den Dreh rum. Und als ich es dann gestartet habe und losgelegt habe, musste ich erfahren, dass es ein Puzzlespiel ist. Und ich war nicht unbedingt der größte Puzzlespiel-Narr. Also ich habe gerne mal hier und da eine Runde Tetris gespielt, aber als ich von einem Yoshi-Spiel gehört habe, habe ich mir was anderes vorgestellt. Das Konzept ist auch relativ einfach. Es kommen Gegner von oben herab. Typische Mario-Gegner. Man muss zwei gleiche Gegner zusammenbringen, damit sie sich auflösen. Anders als bei Spielen wie Puyo Puyo sind hier keine großartigen Kombinationen möglich. Ein interessanter Faktor, aber ihr seht diese Eierschalen, die da ab und zu runterkommen. Wir bräuchten mal eine Eierschale, die... Ja, genau so eine bräuchten wir. Dann können wir die da unten hinsetzen. Und wir können dazwischen Gegner sandwichen, so nenne ich das jetzt einfach mal. Und dann können wir, wenn eine andere Eierschale kommt, die verbinden. Und dann kommt ein Yoshi da raus. Und er macht sogar... Das ist toll. Aber wie gesagt, viel zu sagen gibt es nicht zu Mario und Yoshi. In den USA hieß das Spiel sogar nur Yoshi. Ich glaube in Japan auch, der hieß einfach nur Yoshi. Ein weiterer interessanter Fun Fact ist, das Spiel wurde von Game Freak entwickelt, den Machern von Pokémon. Und ich meine, ich habe auch mal gehört, dass es denen damals finanziell nicht so gut ging. Die haben ja damals schon Anfang der 90er angefangen, Pokémon zu entwickeln. Und... Kann sein, dass ich mich da jetzt ein bisschen irre, weil das ist jetzt ein bisschen weit in meiner Erinnerung zurückliegend. Aber soweit ich das richtig gehört habe, ohne Yoshi, wenn Yoshi nicht so ein Erfolg gewesen wäre, Mario und Yoshi, dann hätte es womöglich Pokémon gar nicht gegeben. Weil Game Freak halt in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Und dieses Spiel hat das geändert. Wie gesagt, kann sein, dass ich mich da jetzt total mit was vertue und total Mist rede. Aber ich meine, so war das in meiner Erinnerung richtig liegend. Aber wie ihr seht, kein besonders spannendes Spiel. Damals als Kind, ja, habe ich ein paar Stunden damit verbracht. Nicht Stunden am Tag, aber insgesamt ein paar Stunden. Aber es gehörte nicht unbedingt zu meinen Lieblings-NES-Spielen. Man merkt, es ist auch relativ einfach bisher. Der Schwierigkeitsgrad steigt nur langsam an. Und resetten kann man, glaube ich, gar nicht. Wir lassen einfach mal die Blöcke kurz nach oben steigen, damit ich noch ein paar andere Sachen im Spiel zeigen kann. Dass wir mal eben schnell ein Game Over bekommen. Nein, nicht der Goomba, der löst das doch auf. Das wollte ich nicht. Noch schnell ein Yoshi abgeräumt, das ist toll. Und wenn man, glaube ich, 10 Yoshis bekommt, dann bekommt man sogar eine kleine Cutscene, wo Mario oder wo ein Yoshi ausgebootet wird. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, da ich habe das auf dem... Das Spiel läuft übrigens wieder auf der Wii U. Das gab es, glaube ich, mal. Vielleicht irre ich mich da auch wieder. Ich meine, das war eines der Spiele, die mal für 30 Cent im Angebot waren. Aber, naja. Es gibt auch einen Zweispieler-Modus. Da möchte ich nur mal kurz was zeigen. Ich glaube, das kann ich jetzt gar nicht. Doch, bis hier damals war das ja halt so, Mario und Luigi, die sahen ja immer in den NES-Spielen gleich aus. Das war ja immer der gleiche Sprite, nur Luigi war dann halt grün, aber hatte die gleichen Körperproportionen wie Mario. Da finde ich es umso amüsanter, dass ein Puzzlespiel, was... mehr so ein Nebending ist, die Proportion von Luigi ja richtig bekommen hat. Luigi ist ja ein bisschen dünner und dafür größer. Das sieht man hier auch. Aber mehr gibt es dann auch gar nicht zu dem Spiel zu sagen. Wie gesagt, relativ kurze Folge heute, aber es muss ja auch nicht immer alles unendlich lang sein. Wenn ihr interessante Erinnerungen an das Spiel habt, vielleicht habt ihr es ja auch mal gespielt oder gehabt oder es hat euch nie interessiert, keine Ahnung, dann schreibt doch mal einen Kommentar in die Kommentarbox, würde mich sehr darüber freuen. Ich gebe mir jetzt hier nicht die größte Mühe, ich will einfach, dass das Spiel möglichst schnell vorbei ist. Aber ich denke mal, das wird nicht das einzige Mario-Puzzlespiel sein, das wir sehen werden in diesem Adventskalender. Da gibt es ja noch ein paar diverse andere Puzzlespiele. Und ich gebe mir nicht mal die größte Mühe und habe dann noch einen Yoshi abgeräumt. Wunderbar. Auf jeden Fall, das war mein kleiner Einblick in das Spiel Mario und Yoshi.
Und da habe ich den Luigi gewinnen lassen. Luigi wins by doing nothing. Mal wieder. Also, vielen Dank fürs dabei sein und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Very good. Oh no.